Basel Richard Spitäler und Eptiger Mineralwasser präsentieren die Kinderfasnacht. Liebe Binkis, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Heimweh Basler, liebe Freunde von der Basler Fasnacht, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur Live-Übertragung von der Kinderfasnacht. Heute ist also ist soweit, die Kinder kommen auf ihre Kosten und wir zeigen die nächsten 2,5 Stunden die ganz kleinen, mittleren und grossen Fasnächtler. Auf jeden Fall kommen sie bei uns alle zusammen gross raus. Wer die Übertragung kennt, der weiss, dass die Übertragung die Bilder unkommentiert bleiben. Aber in regelmässigen Abständen bekommen die Binkis das Mikrofon und dann hört der Sender rein. Wir freuen uns also jetzt schon auf viele tolle und lustige Geschichten und was die Fasnächtler hier über die Fasnacht zu sagen haben. Viel Spass mit den ersten Impressionen von der Kinderfasnacht 2017. Thank you.
Achtung. Ja, das Bild, das sieht immer noch fast gleich aus wie am Anfang. Nur, dass jetzt die jungen Herren die Larven aufgemacht haben und hier anstehen und mir ein kurzes Interview geben. Wir wollen doch wissen, wer unter diesen Larven steckt. Wer bist du? Also ich heiße Glenn. Glenn und du? Jan. Ich heiße Emre. Ich heiße Enea. Ich heiße Jill. Jill, Enea und dann hört es wieder auf, genau. Du, von wo bist du ursprünglich? Von Brasilien. Bist du in Brasilien aufgewachsen oder bist du hier aufgewachsen? Nur 3 Monate in Brasilien. Dann bist du hier in die Schweiz. Was weißt du über Basler Fasnacht? Dass ich hier bin. Dass du was? Dass ich hier bin. Das ist schön. Was wisst ihr über Basler Fasnacht? Ja, das ist eine alte Tradition. Genau. Ich weiß nicht. Und man trägt eine Plakette, habt ihr eine Plakette an? Sehr vorbildlich. Oder eben ein Kostüm. Wer hat die Larven von euch selber gemacht? Großvater hat sie selber gemacht. Großvater hat sie selber. Großvater hat gut geschafft, dass die immer noch so hebt. Wie alt ist die Larve? Weiß nicht genau. Mit der Karolle, gell? Und wie sieht jetzt euer Nachmittag heute noch aus? Ja, also viel Mädchen stopfen. Ja, und Mandarinen verteilen und so. Habt ihr denn Mandarinen da oder habt ihr nur ein Räppchen? Ja, wir gehen sammeln und dann verteilen wir sie auch wieder. Ja, und du kommst ja von Basel-Land und bei Basel-Land sagt man Konfetti. Wie sagt man da in Basel? Räpple. Emre, zu dir bin ich gar noch nicht gekommen. Du bist auch von Basel oder von wo kommst du? Also, meine Eltern kommen aus der Türkei, und aber ich bin selber hier aufgewachsen. Was hältst du von der Basler Fasnacht? Was weißt du darüber? Ich weiss fast nichts, aber ich finde es einfach mega toll. Und ja, also es ist mega lustig. Man kann einfach sich frei bewegen und ja, ist alles mega toll. Während wir zurückgehen zu den schönsten Bildern, sage ich euch etwas über Basler Fasnacht. Kommen wir da mal mit. Machen wir mal ein bisschen Weiterbildung hier, gell?
Ich bin jetzt hier gerade bei der Nora und Nora rennt von einem Interview zum anderen. Vorher war gerade das Radio Basilisk bei ihnen, natürlich auch beim Yannick. Und jetzt zack im Fernsehen. Nora, hast du mit diesem Rummel gerechnet? Dass du hier ein Interview am anderen geben musst? Völlig spontan. Sag mal, was bist du? Wie bist du verkleidet? Als Uli. Und das ist dein Bruder? Ja. Und Janne, und wer hat euch die schönen Kostüme gemacht? Meine Oma. Das ist aber eine liebe Oma. Hast denn du dir das gewünscht, oder? Ich habe einen Uli in schwarz-orange. Hast du das gesagt, Oma? Ich will schwarz-orange Uli. Ich habe das Gleiche an meinen Nägeln. Zeig mal, der Janik hat auch so eine. Yeah. Ja, er hat auch am Mini-Flöckchen. Und ihr macht den Lärm. Ihr seid ja fast gleich laut wie eine Guckenmaus. Ja. Außerdem, ich habe so. Wir beide haben die gleiche Marke auf unserer Plakette. Ja, auch noch. Ja, sind denn deren Schießtragzügli? Wie heissen der Gifthexe? Gar keine Hexe. Nein, wir haben das bekommen von einer Frau, die noch nie verkleidet ist. Ah, okay, ein Geschenk also. Du, Nora, sag mal, warum hast du dir eine Uli gewünscht und nicht eine Wackis oder eine alte Sache? Weil ich finde Uli halt toll, die haben Löffli. Ich tue gerne Musik machen. Ich hab mal eine Flöte gehabt und die ist kaputt gegangen. Dann habe ich gerade noch ein Mikrofon gegangen. Ah, dann, hey, du hast also noch eine Trompete. No, und du fängst nächstes Jahr an zu pfeifen. Fangst du an von Pfeifen das nächste Jahr? Ja, und ich habe in meinem alten Kinski so gut fürs Trommeln. Aber ich kann noch nicht so gut trommeln. Ich muss Trommelschläge noch üben. Also gut. Also, na. Was hast du gesagt? Wackis-Kostüm. Also gut. Also das nächste Jahr ist der Janik auch Wackis und du bist als trommelnder Uli unterwegs. Abgemacht? Aber, ja. Und ich habe eine Gitarre gehabt, aber die ist auch kaputt. Du hast alles ein bisschen kaputt gemacht, gell? Also Nora, Janik, danke schön vielmals für das Interview und ich wünsche euch eine ganz schöne Fasnacht noch. Macht's danke. Gut. Ciao. Thank you.
Auch das herzige Schießtragzögli ist heute unterwegs und mich nimmt es natürlich wunder, wer hat diesen Wagen gebaut von. Ein Erwachsener gebaut. Und wir sind letzten Samstag da anmolen. Du hast nur ein bisschen Leute reden, damit ich dich verstand. Erwachsene haben diesen Wagen gebaut, gell? Hast du gesagt. Wie heisst ihr? Ich heiße Timo. Was haben wir alles dabei an Wurfmaterial? Zeig dir mal. Mandarine. Traditionell, Däfeli natürlich. Wer bekommt von euch ein Däfi? Wir? Wer bekommt von euch ein Däfi? Wer, die eine Plagette haben? Die keine haben, die kriegen was? Räppchen. So muss es doch sein. Eine schöne Fasnacht. Ciao miteinander. Tschüss.
Und wir sind hier beim Wagen. Haben wir schnell auf den Wagen gehen, zum Ennio und zum Liam. Und du, was ist das für ein Wagen, den wir hier sind? Wir haben gesehen, da sind etwa 20 Kinder oben runter. Ist das richtig? Ja. Viele Kinder. Es sind viele Kinder, etwa 20 sind runtergekommen. Und die zwei jungen Herren haben gesagt, sie warten schnell und geben uns ein Interview. Wo sind wir hier? Bei den Gassenbrüdern. Gassenbrüder. Und die Gassenbrüder machen alle Jahre so einen riesen Wagen für Kinder? Ja. Eigentlich ist am Montag, haben sie auch, wie gehen sie drauf, aber am Dienstag lassen sie Kinder. Okay. Und dann wird einmal gewechselt oder sind immer die gleichen Kinder da oben? Es wird auch manchmal so gewechselt, ja. Heisst das jetzt für euch, ihr habt gerade Pause und wir haben andere Kinder offen? Also, ich bin noch nicht drauf gewesen. Das heisst, du darfst jetzt eine Runde mitmachen? Ja. Was ist das für ein Gefühl, wenn die kleinen Knirpschen hier so auf einem grossen Wagen dürfen sein? Schon noch cool. Ja. Gefällt das euch? Ja. Würdet ihr, wenn ihr einmal ganz gross sind, lieber in einem Wagen Fasnacht machen oder dann doch lieber in einer Glicke? Mein Vater ist nämlich hier und hat einmal hier gesehen. Und darum gehen wir meistens hier auf den Gassenbrüder auf den Wagen. Das liegt natürlich am nächsten. Und du, Liam, was würdest du mal machen, wenn du mal gross bist? Lieber auf den Wagen. Weil mein Vater ist auch hier mal gewesen. Und was ist denn so toll auf einem Wagen? Kannst du mir das erklären? Ja, wenn du einfach Leute kannst Sachen geben und sie mit Räppchen stopfen. Das macht einfach Spass. Habt ihr auch beim Wagenaufbau mitgemacht, ihr zwei? Nein. Das dann schon nicht. Das sollen dann die anderen machen. Ja, die haben doch recht. Und jetzt, wie geht es für dich? Ist klar, die Fasnacht geht so weiter. Du bist jetzt auf dem Wagen. Und für dich, wie geht sie weiter? Also, ich gehe zu meinem Vater. Ja. Und dann gehen wir heim oder so. Und wir machen noch mal eine Runde hier auf dem Wagen. Also ganz spontan. Und kann fahren. Oder wir gehen zum Beispiel noch einfach los und gehen auch noch an der Fasnacht bleiben. Eben, ihr lasst einfach einmal so auf euch zukommen und genießen die Fasnacht. Und heute soll es ja nicht regnen. Das ist natürlich auch noch mal ein Knaller, gell? Das ist toll. Und für dich gehst du jetzt oben ans Guggenkonzert? Muss noch schauen. Und sonst, wo kannst du es sonst schauen? Weisst du, Fernsehen. Auf welchem Sender? Telebasen. Und welche Zeit? Keine Ahnung. 8. Halb 8. Halb 8. Genau. Also, danke schon vielmals für das kurze Gespräch. Und euch eine ganz schöne Fasnacht. Geniessen Sie. Danke Ihnen auch. Danke schon vielmals. Merci. Ciao.
Die nette Stewardess sind hier, ist Kadisha. Und Kadisha ist heute auch unterwegs auf dem Marktplatz. Kadisha in einem nicht traditionellen Kostüm. Hast du dir das selber ausgesucht? Ja. Wieso? Weil ich fand, das ist ein sehr schönes Kostüm. Was bist du von welcher Airline? Bist du eine Stewardess? Keine Ahnung. Weißt du gar nicht? Man sagt ja gar nicht Stewardess, gell? Man sagt ja jetzt Flight Attendant. Tust du viel fliegen? Nicht auf die Nase. Es geht. Also, ich bin schon oft geflogen. Wo gehst du denn an den Namen? Also, ich bin schon zweimal nach der Türkei. Ich bin schon einmal nach Türkei. Schon zweimal nach Spanien.
schon einmal nach England und sonst bist du viel umgeflogen. Ja, du bist schon richtig um die Welt gekommen. Und im normalen Leben, wenn du nicht gerade rumfliegst, wo bist du? Also, meistens in der Schule und meistens außen im Park. Wer hat dich so schön geschminkt? Meine Mami. Sie liebt es, Mami? Ja, sehr. Und jetzt, wie sieht für dich die Fasnacht aus? Was machen wir? Du hast keine Räppchen dabei, habe ich gesehen, gell? Also, wir sind schon so eine Stunde da und sind eigentlich auf dem Weg heim wieder. Du hast jetzt zwei Interviews gegeben, einmal fürs Radio, einmal für Tele Basel. Und jetzt kann Khadija wieder heim. Hast du damit gerechnet, dass du hier gerade im Fernsehen kommst und im Radio? Nein. Wie findest du das? Toll. Willst du das Mikrofon selber übernehmen und den Zuschauerinnen und den Zuschauern etwas sagen, so wie eine richtige Moderatorin? Probieren? Weiß nicht. Ich gebe dir das Mikrofon und wenn du fertig bist, sagst du «Sali» zusammen. Auch nicht, gell? Nein, also, excuse, jetzt habe ich noch die Frisur kaputt gemacht. Also los, jetzt bist du übrigens am Morgenstreich gewesen. Nein. Das nicht. Nächstes Jahr gehst du aber. Weiß nicht, vielleicht. Schau mal, wenn du nicht gerade in der Luft nehmen und rumfliegen bist, gell? Dankeschön vielmals fürs Interview, hast du das ganz toll gemacht. Und sag jetzt den Zuschauern und Zuschauern, was alle zusammen. Was soll ich sagen? Komm, das machen wir jetzt. Einfach Adi. Bitte schauen wir noch. Adi. Yeah.
Thank you.
Ja, das Fasnacht-Fieber ist hier in vollem Gang. Und auch bei diesen drei hübschen Wackis, sie sind hier auf dem Marktplatz. Ich glaube, alle Jahre sehen wir uns, gell? Und die natürlich ordentlich Frauen stoppen. Was mich aber wundernimmt, sind ihr Brüder oder was sind ihr zueinander? Ich bin ein Bruder mit dem Felicia. Also Felicia ist, bist du dann voll? Also ihr sind Brüder und wer ist das? Wer bist du? Ich bin ein Kollege und ein Schulkamerad von Felicia. Da kann man vorstellen, dass ihr zwei allweg in der Schule ein schönes Eich macht. Yeah. Hey, was macht ihr gern? Was macht ihr nicht gern? Nicht gern ist Kaugummi und der Stiel kratzen. Okay. Und gern in der Pause drinnen bleiben, ohne dass so ein Lehrer uns verwünscht. Wieso? Wir sind dann in der Pause, wir sind raus. Ja, wir sind immer raus und wenn es nicht gutes Wetter ist, haben wir keinen Bock rauszugehen, dann verstecken wir uns im WC oder bleiben einfach im Klassenzimmer. Du weißt, dass alle wegen eurer Lehrer das jetzt gerade gehört hat. Was machen wir jetzt? Ein schönes Eich, he? Ist mir egal, weil sie sieht fast immer. Das nächste Mal wieder in der Pause raus, he? Machst du auch so ein Eich? Ja, aber mit meinen Kollegen in Riechen. In Riechen? Ja. Was machst du für Seich? Weiss nicht, alles Mögliche vielleicht. Ja, auch in der Pause verstecken, ich will auch nicht raus, wenn es kalt ist vor allem. Okay, aber jetzt geht es ja um die Fasnacht und wir haben wirklich Glück. Vorher hat es gerade einen Moment angefangen zu regnen, kalt haben wir nicht. Hat ihr eine Bällerin da oder was macht ihr, wenn sie jetzt vor zu regnen beim Köbeln? Ich habe jetzt keine Bällerin da, aber ich glaube, ich würde unter einen Schirm gehen oder so. Willst du unter einen Schirm gehen? Du hast eine Bällerin damit? Nein. Auch nicht? Geht ihr dann heim, wenn es vor der verregnet? Nein. Es hat ja vielleicht überall, solche Dächle und dort können wir ja... Finden den Unterschlupf. Zeigt mal, was habt ihr heute alles dabei? Habt ihr überhaupt irgendetwas mitgenommen? Zeigt mal, was habt ihr dabei? Warte mal, jetzt müssen wir schnell im Fasnacht die Sicht hier frei machen. Genau, zeigt mal, was habt ihr dabei? Also, 1 Kilo Sack. Und jetzt gerade hier jemand anders sich bedient? Ja. Gehört auch zu euch? Nein. Aber an der Fasnacht ist ja alles erlaubt. Haben wir die gerade verwünscht, gell? 10 Kilo Sack? Ja, eine Süßigkeit, aber am meisten meine ich nur Stoffe. Und wer kriegt von euch ordentlich Räppchen ab? Junge Mädchen, 15-Jährige. 15 müssen sie sein, okay. Also die 14 und die 16-Jährigen haben hier ein Glück. Ja, nein, alle eigentlich. Alle also 12. 13, 14, 15, 16, 17. Was denkt ihr oder was haltet ihr von der Basler Fasnacht? Oder anders gefragt, was wisst ihr über die Fasnacht? Es sind die drei schönsten Tage. Schon mal sehr gut gesagt. Es ist immer bunt. Also ich finde, es ist recht schön. Es ist sehr schön. Mit den Gucken, den Glicken, den Wackis. Also. Es ist sehr farbenvoll. Was habt ihr am liebsten am Gortesch? Wem hört ihr am liebsten zu oder schaut ihr zu? Ich höre sehr gerne Trommel und Piccolo und am liebsten höre ich Guggenmusik. Okay, und du kannst dir vorstellen, mal später in einer Clique mitzumachen? Ich weiß nicht, wahrscheinlich. Vielleicht schon, ja. Das wäre toll. Und du? Ich mache wahrscheinlich nach der Ferien. Ich habe schon mal in einer Clique gespielt, aber ich war im Vortrag. Und nach der Ferien fange ich wahrscheinlich mit dem Trommeln wieder an. Das wäre ganz toll. Wenn wir so einen Nachwuchs hätten, du an der Basler Fasnacht, und du würdest auch ein Instrument spielen? Ich bin schon in einer Clique. Ja, super. Ich habe früher gepfiffen und jetzt bin ich zu Trommeln übergegangen. Und ja. Super. Und weißt du, an der Basler Fasnacht sagt man ja, man hat ganz ein bisschen Probleme mit dem Nachwuchs. Was sagst du allen, die jetzt daheim zuhören, warum sollen sie pfeifen oder trommeln? Warum ist das toll? Damit die Fasnacht bleibt. Damit sie nicht untergeht und es nur noch Wackis hat. Ja. Wackis, hä? Ja, ich bin eigentlich nur am Dienstag Wackis, sonst bin ich im Vortrag. Super. Also ich wünsche euch eine ganz schöne Fasnacht und mit diesen tollen Worten gehen wir wieder zurück zu den schönsten Bildern und Impressionen.
Wir machen eine ganz kurze Werbeunterbrechung und wir melden uns in einer Minute wieder hier live zurück vom Marktplatz von der Kinderfasnacht 2017. Oh damn, so glam, pure power, rush hour. Damn, I need a cold shower. There we go, stole the show, see my name, Stelvio. Alfa Romeo Stelvio. Jetzt bei Ihrem Alfa Romeo Händler Probe fahren. Ganze Haselnüsse. Erlesene Fruchtstücke. Knusprige Mandeln. Alles umhüllt von zarter Milchschokolade. Jedes Stück ein einzigartiges Meisterwerk. Schatz sind so schnell weg. Le Rosé de l'Atelier von Gaillet. Unverkennbar echt. Diese Woche in Aktion bei Denner. Rindfleisch zum Siede, 41% günstiger. Michel Torino Reserva Malbec zum halben Preis. Coca-Cola, 40% günstiger. Denner, 50 Jahre günstiger für alle. Baumann & Company, die Basler Privatspitäler und Eptiger Mineralwasser präsentieren die Kinderfasnacht. Schön sind Sie dranbleiben, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Es geht jetzt also weiter mit der Kinderfasnacht, auch mit der Live-Übertragung hier vom Marktplatz. Und wie Sie wissen, ist die Übertragung unkommentiert. Und wir melden uns in wenigen Minuten wieder mit einem Binkis-Interview. Und bis dann genießen Sie die schönsten Bilder hier von der Kinderfasnacht 2017.
Und auch alle Jahre an der Kinderfasnacht sind Dachlugenspinner. Dachlugenspinner sind genau hier hinten dran. Und hier steht Wattischule. Dachlugenspinner lehren also den kleinen Knöpf, wie das die Loris ist zum Beispiel, lehren sie, einen richtigen Wattis zu sein. Jetzt hast ja du schon das passende Kostüm an, gell, Loris, als wäre es abgemacht. Und jetzt bist du einverstanden, Loris, wenn wir zwei einmal auf den Wagen gehen und lassen uns einmal von Franco, das ist der Wagenchef, erklären, was denn ein Wackis alles richtig macht. Wollen wir das zusammen machen? Ja. Loris, ist das gut? Ja. Sag mir aber zuerst noch schnell, wie alt bist du? 9. Du bist 9 und bist du schon mal auf einem Wagen gesehen? Nein. Das ist jetzt also für uns Premiere. Ja. Das erste Mal. Loris, wollen wir das wagen? Ja. Also komm, dann hauen wir es zum Franco und machen das Experiment. So, wir sind hier beim Franco. Franco, darf ich dir vorstellen? Das ist der Loris. Salut, Loris. Loris würde jetzt gerne lernen, ein richtiger Wackis zu sein. Was bringst du jetzt bei in dieser Wackischule? Ja, also zuerst zeigt man, dürfen einmal auf den Wagen kommen, oder? Das dürfen wir ja nur als Wackis eigentlich. Da steht man einmal drauf. Jetzt, bei uns, wir haben natürlich das Trittbrett unten, wo man bei den Leuten wäre. Normal steht man natürlich auch, die meisten stehen höher. Ja. Und als Wackis dürfen wir einmal so Räppli schiessen. Oder eben, was traditionell Orangen, die tut man aber nicht schiessen, sondern die tut man schicken. Ja, nein, ja, eben, meistens nicht. Das, nicht dass, ja, das ist schon gut, eben, dass sie. Das, also dürfen sie nicht den Leuten an den Kopf schießen, sonst haben sie noch einen Kopf jetzt oben, oder? Ja, und dann sind sie auch kaputt. Und dann haben wir, wie du ja auch schon hast, oder? Eben hier die grossen Säcke, oder? Mit den Räppli. Ja, das ist für die, die nicht so lieb sind am Strassenrand oder keine Plagetten dran haben, die sie ja dürften haben. Ja, oder eben, und was natürlich auch, das Rösli nicht vergessen. Rösli, ja, das ist für die ganz Lieben, oder? Wo man dort ein Rösli übergibt, die tut man auch nicht schiessen. Ja. Und dann hat man noch Däfeli, aber die haben mir meine lieben Freunde irgendwie vorher gerade weggenommen. Ja, aber vielleicht kriege ich noch ein paar Däfeli. Also Loris, jetzt haben wir einen Haufen Theorie, haben wir jetzt einmal das, gehabt. Jetzt wäre es natürlich toll, dass du wirklich auf diesen Wagen gehst. Komm, ich helfe dir noch mal. Oder der Franco lüpft dich. Sehr gut. Und jetzt. Oh, ich hab geschlagen. Und jetzt, Loris, jetzt schicken wir mal einen Orang. So, schau, da wären noch die Täfeli-Ding, oder? Und das tut man natürlich auch mit den Leuten. Oh, schau. Sie haben es wieder gebracht. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Jetzt ich bin jetzt mal da am Strassenrand unten. Wackis, Wackis! Kannst du ihn mal einseifen, Richard? Willi, Willi. Dann kriege ich ein Däfeli-Foto. Okay. Wo sind Räppli, Loris? Komm jetzt, das haben wir doch gelernt. Die Däfeli finde ich nicht lieb. Was ist das? Eine Orange. Ja, gut, danke. Super, Loris, hast du das gemacht. Genau in dieser Reihe voll. Bravo. Gut, macht dir das Spass und Freude? Soll ich dich hier holen? Komm mit. Komm mit mir mit? Ja. Also komm, dann bringe ich dich wieder zurück, Loris. Dankeschön vielmals, dass du das mitgemacht hast. Franco, dankeschön für deine Erklärungen. Es fühlt halt ein bisschen mehr als nur mal 10 Minuten. Also zum Glück sind die Kinder bei uns ein bisschen länger da. Also eben, das muss wirklich auch gelehrt sein. Loris, dankeschön. Dankeschön euch auch. Dankeschön, Loris. Merci vielmals, dass du mitgemacht hast. Ja. Vielmal. Ciao, Melan.
Wir haben hier sicher das zweitschönste Leiterwagen gefunden, hier an dieser Kinderfasnacht. Und es nimmt mich natürlich Wunder, wo sind wir da? Wer sind ihr? Also ich bin der Lionel Thüring von Fasnacht am Rigi. Also ja, ich komme jedes Jahr extra wieder hierher, ja, um hier Fasnacht zu feiern. Und sozusagen am Samstag am Kabel wieder an die Werni Sasch. Bei meinem Papi. Zwar nicht so mit schönem Wetter, aber es ist auch egal. Wir konnten dann hocken. Und gestern bin ich Fokusnacht am Rigi hergekommen. Ich konnte kurz mit meinem Papi ein bisschen reden. Und dann, ja, heute bin ich selber auf dem Wagen. Okay, über was habt ihr denn kurz geredet, ihr zwei? Ja, so kurz Heu gesagt. Nachher hat er einfach gerade weiter und ja. Das ist natürlich am Basnacht. Ich komme nachher gerade noch mal zu dir. Das ist natürlich sehr spannend, dass du extra hierher kommst am Basnacht. Aber sag mal schnell, wie heisst der Wagen? Wie heisst eure Glicke? Wer sind ihr? Schnädrende Binkis. Schnädert ihr denn gern? Ja. Und was sind ihr zueinander? Sind ihr Geschwister, die Cousin? Gut. Zum Beispiel Schwester, die. Schwester? Nein, sie und er. Und er. Hast du einen lieben Bruder? Gott sei Dank, nicht immer. Und was bist du heute? Zoowärterin. Zollwärterin? Von welchen Tieren? Von allen möglichen. Und dann noch? Ja, wahrscheinlich, weil letztes Jahr haben wir das Sujet gehabt mit der Preo. Bist du bei der Preo? Ja. Was machst du dort? Pfeife. Bravo, das ist ja toll. Und du hast auch ein Instrument spielen? Ja, auch Piccolo. Und was? In welcher Glicke? Super, und gefällt es euch? Ja. Kommen wir nochmal zum Lionel, gell, heisst. Lionel, von Küsnacht am Rigi. Willst du auch mal ein Instrument spielen und dann ganz auf Basel kommen? Also ja, am liebsten trommeln. Also ja, aber es würde mir auch nichts machen, wenn ich müsste pfeifen müsste. Aber ich würde auch gerne auf dem Wagen sein, also ja. Du bist offen für alles. Wie sieht es bei dir aus? Wie sieht bei dir die Fasnacht aus in 10 Jahren? Ich bin am liebsten auf dem Wagen und schieße Räppli oder Stopp. Und du auch? Ja. Liebst du Räppli und Stopp? Ja, aber ich bin auch in einer Clique, wo und ich gehe grummeln. Auch noch? Wie lange musst du hier üben, dass du einen Marsch auswendig kannst? Also ich habe aufgehört. Aber ich fange wieder an, wenn ich 8 bin. Wie alt bist du denn jetzt? 7,5. Also das ist ja schon sehr klein. Und wer ist denn der Wikinger da? Nico. Kommen immer mehr. Ja. Wer bist du? Nico. Nico. Und Nico, wie machst du Fasnacht dieses Jahr? Willst du es auch nicht sagen, gell? Auf jeden Fall haben wir ein ganz, ganz tolles Leiterwagen. Die letzte Frage, haben wir das selber gebaut? Ja. Wie viele Stunden haben wir geschafft? Ich weiß auch nicht genau. Wir haben es ja vor 3 Jahren gebaut und haben es einfach wieder gemacht und immer wieder neue Sachen drauf gemacht. Immer wieder neue Sachen. Was? Also den Wagen haben wir auch ein bisschen, unsere Eltern eigentlich mitgeholfen und alles. Also wir haben auch geholfen, wir haben alles jeden Tag gemacht hier. Schön, toll haben wir das gemacht. Die haben gekämpft, hä? Die haben gekämpft. Wir haben einfach gezeichnet oder so, ja. Also eine ganz schöne Phase. Hoffen wir, der Petros ist auch ein Basler, gell? Und es kann nicht regnen. Und wenn es so ist, dann nehmen wir es, wie es kommt. Richtig? Gut so, also eine schöne Fasnacht zusammen, gell? Tschüss, ciao, ciao.
Thank you.
Auch die drei wunderschönen Wägeler haben gerade eine Pause. Sie kommen gerade von diesem Wagen da oben und sind spontan hierher gekommen. Dann sagen, dürfen wir ein Interview geben? Und wir sagen natürlich selbstverständlich, sehr gern. Wer sind ihr? Ich heiße Romeo und bin 9 Jahre alt. Und du? Ich heiße Nevi und ich bin 7 Jahre alt. Ich heiße Leandro und bin, also ich werde 10 Jahre alt. Und das ist unschwer zu erkennen. Ihr seid sicher Brüder. Von wo kommt ihr? Von Basel. Basel. Von Basel Stadt. Und wer hat euch die wunderschönen Kostüme gemacht? Mami. Mami, habt ihr das selber ausgesucht, dass ihr so glänzig und glitzert? Warum? Ich habe es einfach schön gefunden. Es ist wie Regenbogen. Darum habe ich es schön gefunden. Und du bist gleicher Meinung? Ich habe es einfach schön gefunden, weil es passt zu den Haaren von Wackis. Schöne Larven hier. Die haben ihr aber nicht selber gemacht. Die haben ihr gekauft, gell? Ja. Warum sind ihr alle drei Wackis? Ja, wir haben uns angemalt auf den Wagensee, beide haben mich eingeladen und ich habe gesagt, ja, das hätte ich schon gerne mal machen. Du sag mal, ihr habt ihn angemalt. Wie kommt man denn, wenn ein Kind daheim zuschaut und auch einmal auf den Wagen gerne würde gehen, wie kommt man da dazu? Wo muss man sich anmelden? Weißt du das? Nein, ich war einfach letztes Jahr mit meinem Bruder auf dem Wagen gewesen. Und dann hat der Papa gesagt, ihr könnt ja nächstes Jahr wieder gehen. Und dann habt ihr euren Kollegen eingeladen. Und das ist für dich das erste Mal? Ja, für mich ist das erste Mal und ich habe es sehr, sehr toll gefunden. Wir haben einfach so schnell haben wir einfach alles weg gehabt. Ehrlich? Konfetti. Räppli? Ja, Räppli. Wir haben alles weg gehabt. Ehrlich, und jetzt haben wir nichts mehr ausgeschossen? Ja, jetzt haben wir nichts mehr. Wir sind einfach pleite. Jesus, nein. Jeder ist gekommen und hat gesagt, Wackis, Wackis. Und wir müssen sagen, nein, wir haben gar nichts mehr. Das ist auch ein Seich, oder? Als Wackis hier schon mit leeren Händen. Und alle, die sind gekommen, haben gesagt, Wackis, Wackis. Dann haben wir nur noch Räppli gehabt. Was haben wir ihnen gegeben, Räppli? Einfach gestopft, dann, auch wenn sie eine Plage angehabt. Ja, du, und jetzt, wie geht es für euch weiter mit der Fasnacht? Ja. Fasnacht? Was bist denn eigentlich du? Ich bin eigentlich Severin. Was? Eine Severin. Ah, eine Severin. Und von wo kommst du? Gehört auch zu euch auf dem Wagen? Ja, ich komme auf der Mami. Ah, das ist die Mami und übernimmt hier gerade die Runde. Ja, Mami, und das ist Adiwa und Bintu. Das sind hier alle fertig. Ah, ja, stand hier auch gerade in drei. Also, warte jetzt, ich schwätze aber mit Ihnen noch mal. Aber bleib du nur, du darfst hier bleiben. Du, wie geht es jetzt mit euch weiter, wenn ihr jetzt gar nichts mehr habt? Hier sind wir stehen geblieben. Was macht ihr jetzt? Dann haben wir die Larvenzeiten hier und haben die ganze Zeit gesagt, wir sind pleite und sind alle gesessen. Und haben Briel? Nein. Schon nicht an der Fasnacht, gell? Und jetzt oben gehen wir ans Guggenkonzert? Das weiss ich nicht genau. Ah, du, ja? Also ich und mein Bruder gehen. Wo geht ihr an? Auf Basel im Guggenkonzert. Auf welchem Platz? Weißt du, es gibt ja drei. Es gibt einen klaren Platz. Ja, welchen? Ich glaube, hier. Ah, Platz. Hey. Da wird sie auch heute oben live übertragen auf Tele Basel. Also, wenn ihr nicht mögt, könnt ihr heim und schaltet einfach den Fernseher an. Wäre auch eine Möglichkeit, oder? Also, ihr pleite Wackis, dann wünsche ich euch eine ganz schöne Fasnacht trotzdem. Ja. Und dann wieder einen guten Schulanfang. He? Ja. Auch ein Zeichen? Ja. Lieber Fasnacht bei Schule? Lieber Fasnacht als bei Schule. In der Schule musst du aufstehen am Morgen. Und das ist einfach anstrengend. In der Ferien kannst du einfach rumliegen und anliegen. Also. Fasnacht kannst du einfach auch so sein, wie du bist, gell? Fasnacht, darum heisst es wegen auch die drei schönsten Tage. Ja, die drei schönsten Tage. Vor allem, ich finde es in Basel sehr speziell. Was findest du speziell? Ja, ich finde es speziell, da gibt es viele Wagen, da gibt es viele Wackiswagen, es ist eine sehr grosse Stadt. Also es gefällt dir besser wie die Herwil-Fasnacht? Ja, in Herwil kannst du nur 3 Runden machen und bis zum Bahnhofsschulhaus. Ja, eben, das ist natürlich wenig, gell? Ja. Also, danke schön vielmals für das spontane Interview. Die haben das ganz toll gemacht. Und trotzdem, ohne Räppli und ohne Darf, ja, ganz eine schöne Fasnacht euch. Ciao. Tschüss. Ciao.
Der Raphael wird auch ein Interview geben. Und wir haben ja versprochen, das Mikrofon gehört heute Nachmittag. Der Binkis. Der Raphael ist vorher nicht zu Wort gekommen. Und jetzt ist aber das Mikrofon dir. Und du weißt ganz einen Haufen über Basler Fasnacht zu erzählen. Was denn, Raphael? Ja, wenn ich habe gerne Fasnacht, wenn es halt wegen der Gucken, wenn es so schön ist. Und ich habe es auch gerne. Und hast du denn heute schon ein paar Gucken gehört? Also nein, wir sind fast den ganzen Tag gelaufen und haben Süßigkeiten verteilt. Okay. Haben wir noch etwas? Ja, nur ein Rappli, aber den haben wir geschenkt und jetzt haben wir nichts mehr. Zeig mal die Kostüme. Das ist in den traditionellen Farben. Schwarz-Weiß, wie Basel, und Larven dazu. Zeig mal, du sie mal in die Kamera zeigen. Oh, schau mal, was ist das für eine Larve? Eine Waggis-Larve. Ist das ein Wackis? Ja. Okay, lassen wir Geld als Wackis laufen. Ja, und. Ja. Aber die ist da ausgeschnitten am Mühle, gell? Ja. Warum das? Weißt du das? Also, ich kann reiten. Also, mit Schnitzelbänkler. Ja, gehst du zu oben Namen auch als Schnitzelbänkler? Nein. Ah, das nicht. Aber das ist ja eigentlich eine traditionelle Pfeifferlarve, weißt du? Darum ist das hier da ausgeschnitten. Spielst denn du ein Instrument? Nein. Erst ab 9 kann ich in den Gucken, aber ich habe schon Gummischlagzeug, ich brauche nur noch Kopfhörer, dann spiele ich Schlagzeug. Daheim? Ja. Hat die Mami eine Freude? Ja. Und die Nachbarn auch? Es ist kein echtes Schlagzeug, sondern ein Gummischlagzeug. Das eine macht... Reisnummer. Dann hörst du nur du. Dann macht es jetzt so einen Koch. Und wie findest du, kannst du schon gut spielen? Ja, ich weiss es noch nicht ohne Kopfhörer. Aber machst du es auch immer mit Kopfhörer? Nein, ich weiß es nicht. Wenn ich noch keinen Kopfhörer habe, dann, dann kann ich es auch noch nicht wissen. Also gut. Also das heisst jetzt, wir blitzartig meinen Kopfhörer an, damit du so richtig kannst schieben. Wie alt bist du denn jetzt? 7. Also in 2 Jahren? 9, ja. 9. Und in welche Gucke? Weißt du das auch schon? Barbarossa erst, und wenn ich erwachsen bin, Schranzgitter, wenn sie. Das sind die schönsten Gucken, wenn sie auch die schönsten spielen. Weil sie so orange sind, gell? Ja. So orange alte Tante. Ja. Spielen auch noch schön. Das sind nur Männer. Und du willst in einem Männer klicken? Warum? Das ist kein Klicken, das ist ein Gucken. Ja, in einem Männer gucken, excuse. Und wieso? Einfach, wenn sie schön spielen. Okay. Und wenn es Frauen drin hat, spielen sie nicht so schön? Keine Ahnung. Okay, ist auch gleich, gell? Es hat immer nur Männer gehabt. Wie? Es hat immer nur dort Männer gehabt. Das stimmt, genau. Die Schanzkreide, das ist eine richtige Männergucke. Und haben ein ganz schönes Kostüm. Und ich glaube, die treten heute oben auch oft hier auf dem Marktplatz. Sie sind doch im Dorf immer. Ah, also dann weisst du es besser. Also super, dann sind sie am Barfi. Gehst du in dem Fall dort schauen? Ja, ich gehe später schnell heim, um alles zu entsorgen, weil meine Mama fast den ganzen Kinderwagen runterfällt. Und dann kommen wir an, dann kommen wir mal wieder. Also gut. Du hast einen Plan, das ist super. Du weißt schon, was du Fasnacht machst und auch, was du heute oben machst. Die ganz schöne Fasnacht. Und merci vielmals fürs Interview, Raphael. Ciao. Thank you.
Auch die zwei herrlichen Wackis kriegen natürlich einen Auftritt bei uns im Tele Basel. Der Nico, der ist vorher zu mir und hat gesagt, ich will auch mal im Fernsehen kommen. Nico, was gefällt dir denn so am Fernsehen? Oder eben im Fernsehen kommen? Dass wir von allen Leuten gesehen werden kann. Und dass einfach nachher meine Eltern werden lachen. Also, und warum sollen sie lachen? Was erzählst du? Also, dass ich das erste Mal im Interview war und ich das erste Mal im Fernsehen war. Also, und jetzt müssen wir natürlich ein bisschen blöffen, nicht wahr? Jetzt müssen deine Eltern daheim sagen, mei, der Nico, der weiss denn viel über die Fasnacht. Was weisst du, was kannst du uns erzählen? Also, an der Fasnacht, da ist es auch laut. Man kann Räppchen schmeißen, andere an. Und man kriegt Däpfele. Und ich finde es einfach toll, Däpfele sammeln. Und ja. Jetzt die Kollegen hier, der sieht ja also wunderschön aus in seinem Kostüm. Wer bist du? Janis von Kamen. Der Janis. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Janis, jetzt darfst du auch, es ist Kinderfasnacht, jetzt darfst du auch lachen, schnell abziehen, dass wir das schöne Gesicht darunter sehen, das vorkommt. Salut Janis. Hallo. Janis, machen wir zusammen Fasnacht? Nein, also ich bin allein auf dem Wackiswagen mit noch ein paar anderen Kollegen, aber ich kenne ihn einfach. Kennst du ihn einfach von sonst, von früher? Ah, ja. Oh, okay, und jetzt? Wir sind Nachbarn. Wir sind Nachbarn. Ah. Nein, nicht so gerade direkt, einfach die Grossmami von ihm. Die Grossmami von ihm ist die Nachbarin? Ja. Also gut. Und manchmal auch dort hin. Also gut. Also, und jetzt sagt mal, wieso laufen alle Buben dieses Jahr im Wackis rum? Habt ihr da eine Erklärung? Also, ich glaube nicht, aber ich weiss, dass die Wackis, ich glaube, dass die Wackis das berühmteste Kostüm ist. Und das Jahr hat man ja gesagt, im Vorfeld von der Fasnacht, alle Kinder wollen Ueli. Aber ich sehe gar keine Ueli. Habt ihr ein paar gesehen? Also, ja. Wo ich im Wagen gesehen bin, habe ich ganz kleine Ueli gesehen. Auch Kinder, die Ueli sind und auch grosse. Okay, aber könntet ihr euch vorstellen, zum Beispiel mal als alte Tante rumzulaufen oder so? Wäre das auch möglich? Aber meine Schwester hat letztes Mal ist sie als alte Tante gegangen. Letztes Mal? Und hat es dir gefallen? Das ist sicher ein schönes Bild. Schwester, Bruder, Wackis und Alte. Das ist ein schönes Bild. Wir haben Küsse hier hinten reingestopft. Sicher? So fängt man dicken Fudi. Okay, hat es gut ausgesehen? Ja. Also. Dankeschön vielmals für das Interview, das haben das ganz toll gemacht. Die Larve hast du nicht selber gemacht, gell? Nein. Weißt du, wie man eine Larve macht? Also, ich habe früher noch mal im Kinski so eine gemacht. Okay, also noch weißt du, wie es geht. Also, wunderbar. Also, ich habe mal im Fernsehen gesehen, dass man ein paar aus Gips macht, also einen Abdruck. Okay, ja, das ist richtig. Man kann schiert laufen. Hast du auch gesehen? Also nächstes Jahr treffen wir uns wieder hier auf dem Marktplatz und dann kommen als alte Tante mit einer selber gemachten Larve. Ich muss meine Mami fragen. Vielleicht komme ich auch als Ewok. Okay. Komm, ich wieder mit dieser Larve. Also wir schauen, wir machen spontan, aber wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Schöne Fasnacht zusammen. Ciao, tschüss.
Der Fasnachtsdienstag steht natürlich im Zeichen von den Binkis, von den ganz Kleinen, auch von den Guggen, aber ganz wichtig, auch von den Schießtreckzügeln. Hier haben wir ein Schießtreckzügel, sie sind spontan auf den Platz gekommen. Und das Ständchen, die wir jetzt all denen widmen, die daheim sind, aus irgendwelchen Gründen nicht am Fasnacht kommen können, vor allem die, die vielleicht im Spital sind. Ich übergebe jetzt das Marschkommando dem wunderschönen Dambomajor und ich glaube, es geht los für Sie daheim mit dem Wettsteinmarsch. Ist das richtig? Das ist richtig. Also ich übergebe dir. Bitte schön. Oh. Thank you.
wir haben hier im Gwiel auf dem Marktplatz doch noch ein anderes Kostüm mit einem anderen Menschen darunter gefunden, wie Wackis. Da stehen schon wieder die Wackis und ich bin echt froh, haben wir dich getroffen. Wer bist du? Wer ist Schaf? Wie heisst du? Ich heiße Alisa. Und du bist ein Schaf? Ja. Es ist unschwer zu erkennen, zeig mal hier. Hast du keine Larven? Doch, aber daheim. Und dafür hast du dich ganz schön geschminkt? Ja. Und was spielst du aus? Ja. Ein Tier. Ein Tier. Also gut. Spielst du ein Instrument oder bist du heute einfach allein unterwegs oder stopfst du? Unterwegs. Okay. Und sonst? Was machst du an der Fasnacht? Bist du am Strassenrändli oder machst du nicht mehr mit in einer Clique? Nein, ich mache nicht mit der Clique. Also normalerweise laufe ich einfach so umeinander. Und heute an Kinderfasnacht gibt es Kindersüßigkeiten und so. Okay. Und sag mal über das Kostüm, wer hat das genäht? Hast du das selber gemacht oder das Mann? Nein, das habe ich ausgeliehen von meiner Kollegin. Und ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat. Aber sie hat es selber gemacht? Ich weiß nicht. Oder vielleicht gekauft, wir wissen es nicht. Aber gefällt es dir? Ja. Wie bist du denn letztes Jahr rumgelaufen? Ich war Pinky Haas. Also immer ein bisschen Tierchen? Ja. Also sieht man Alicia nie im Wackis? Nein. Was wäre denn dein Traumkostüm? Es wäre ganz schön glitzerig. So also, bling-bling? Ja. Wir haben vorher zwei Wackis gehabt, die haben glitzert von oben bis unten. Wäre das eben dein Stil? Vielleicht. Und wie alt bist du? Ich bin 13. Und kommst du alle Jahre am Fasnacht? Ja. Gefällt dir bis jetzt die Fasnacht? Ist schön. Schön farbig. Das ist hier in Basel einmalig, die vielen Farben und wie sich die Fasnacht eben präsentiert. Was gefällt dir am besten an der Fasnacht? Dass alle sich freuen und es ganz schön farbig ist. Okay. Wieso tust du am Hochdeutsch reden? Kommst du von Basel oder kommst du von auswärts? Ich komme von Russland. Von Russland? Ja. Oh, da ist aber weit gegangen, bis am Fasnacht. Ja, aber ich wohne hier schon seit 5 Jahren. Und du redest so gut Deutsch? Ja. Großartig. Und gehst du in die Schule? Ja. Und weißt denn du etwas über die Fasnacht? Hat man dir etwas erzählt? Ja, also, dass Anfang Frühling ist. Und dass man sich halt feiert, dass es Frühling anfängt. Okay. Würdest du deinen russischen Kolleginnen und Kollegen die Fasnacht wie erklären? Dass es ein Fest ist, das ganz laut ist und ganz viel Konfetti ist. Genau, apropos Räppli. Räppli sagen wir hier, nicht Konfetti. Apropos Räppli, da sind gerade ein paar zu fliegen gekommen. Das gehört natürlich am Fasnacht. Vielen Dank für das kurze Interview und eine ganz schöne Fasnacht. Dankeschön. Und nach dem Interview mit Alicia ist Aline gekommen und Aline hat gesagt, ich möchte auch ein Interview geben. Und dann habe ich gesagt, wie alt bist du? Und dann hat sie gesagt, 7. Gell, 7 bist du? Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, könntest du uns denn auf deiner tollen Trommel eine Ständchen geben? Dann hat Aline gesagt, ja, das macht sie. Aline, wie lange dran tust du schon Trommel?
Wie lange tust du das schon machen, hier drumherum? Schon gestern. Ah, seit gestern. Also das tönt sicher gut. Komm, jetzt hören wir dir zu und schauen zu und sagen vorwärts, Arabi, vorwärts, Marsch! Danke vielmals für das kleine Ständeli. Mach's gut, Aline. Tschüss. Ciao. Unsere Fasnachtsübertragung kann natürlich nicht enden, ohne dass die drei hübschen Damen auch noch zu Wort kommen. Sie sind hier und wir möchten auch noch schnell etwas sagen über Fasnacht. Das dürfen ihr natürlich. Wer sind ihr? Wir sind
Räppli-Gruppe und ja. Räppli-Gruppe. Und ihr habt super schöne Kostüme. Sind ihr Freundinnen? Was sind ihr? Ja, wir sind Freundinnen. Wir sind mal zusammen in die Klasse gegangen. Wie gut, es ist in eine andere Klasse gegangen, aber wir sind immer noch zusammen. Immer noch zusammen in der Klasse. Und das Tolle ist, und das seid ihr auch die Fasnacht verbindet. Wir sind immer noch zusammen an der Fasnacht unterwegs. Wie? Also, wir haben einmal so eine Doppelvelo gebaut. Und jetzt ist sie auch dieses Jahr mitgekommen. Und, ja. Ist Doppelvelo, haben denn hier zwei Platz oder mehr? Im ganzen drei haben Platz. Okay. Zwei tun Trampen und jemand kann hinten drauf sitzen. Wer sitzt hinten drauf? Linda, die Kleine. Eine nehmen wir hinten drauf. Linda ist auch noch da, aber Linda will heute gerade nichts sagen. Linda ist vielleicht ein bisschen limitiert vom Rappli verteilen, gell? Du spielst dir auch ein Instrument. Sind ihr in einer Clique? Ich bin in einer Clique. Wo bist du? In der Reischnocke. Oh, und tust du an der Larve noch pfeifen? Ja. Sag mal, die Kinder daheim, die jetzt da sind, warum soll man in einer Clique pfeifen? Also, ich bin in eine Clique gegangen, weil mir fast auch mega Spass macht. Und weil ich halt Fasnacht in Basel wichtig finde und schön ist. Genau, das sagst du ganz richtig. Wie lange muss man üben, dass man so ein Repertoire von 18 Märschen zum Beispiel auch kann? Ja, also, dass ich an der Fasnacht mitmachen konnte, musste ich 3 Jahre müssen üben. Okay. Und am Anfang ist es halt sehr schwierig mit dem Marsch, aber es kommt immer, man kann immer mehr Marsch. Also gut. Und auch eine Larve zu organisieren, das ist überhaupt kein Problem. Das sagen die zwei jungen Damen. Wo habt ihr eure Larven her? Also wir haben sie ersteigert. Ja. Okay. Wo kann man eine Larve ersteigern? Im Internet. Ja, ja, Internet. Wunschkind Internet. Hast sie du auch ersteigert? Nein, also wir haben sie von der Brocke gestorben. Und wir haben halt unbedingt auch mal eine Larve wollen, weil wir haben früher noch keine gehabt. Und dann sind wir halt mal in die Brockenstube gegangen. Wenn du sie schnell anziehst, vielleicht, dass Zuschauerinnen und Zuschauer sehen, was es dort für wunderbare Larven gibt. Einen schönen Clown bist du, ganz schön. Und auch du bist auch eine ganz nette, gell? Willst du einfach nichts sagen? Und du bist ein Wackis. Die Wackis haben wir schon genug gesehen heute. Und was bist du? Ich bin so ein Mischmasch. Ein Mischmasch? Ja. Das ist ein Piero-Kostüm, gell? Ja. Und das ist eine nette Dame mit langen Wimpern. Genau. Willst du dich auch mal so schminken, wie sie geschminkt ist? Nein, nicht so extrem. Okay. Also, eine ganz schöne Fasnacht wünsche ich euch, bevor jetzt der Sturm kommt. Geht in die Schärme, nicht, dass die Larven noch kaputt gehen. Macht's gut. Vielen danke. Dankeschön auch. Ciao.
schöne Waffis ist vorher zu mir gekommen und hat gesagt, er möchte schnell ein Kompliment machen. Er schaut in die Hele Basel immer und er möchte schnell hier etwas in die Kamera sagen. Bitte schön, Kamera und das Mikrofon ist dein. Also ja, ich habe es ziemlich cool gefunden, als sie das machen. Mit Interviewen für die Kinder, als sie auch sagen können, wie sie es finden. Und ja, ich wollte schon immer ein Interview machen, weil ich schon mega lange Tele Basel schaue und immer mir vorsage, ja, ich werde unbedingt mal ein Interview machen. Okay, und das haben wir jetzt gemacht. Jetzt leider sind wir schon bald am Ende von unserer Übertragung. Aber wie du sagst, Tele Basel bringt die ganze Fasnacht. Dort oben geht es natürlich weiter. Dankeschön vielmals, dass ihr hier angekommen seid. Das sieht wunderschön aus. Nehmt mich noch Wunder, von wo das Wägel ist. Ah ja, da steht es ja. Immer wieder schön zurückbringen, gell? Nicht wahr? Das machen wir auch, ja, oder? Ja, schon. Eben. Genau, hat die jetzt auch gesagt. Also, schöne Fasnacht zusammen. Merci. Ciao. Meine Damen und Herren, wir neigen uns langsam im Ende von unserer Kinderfasnachtsübertragung zu, aber noch lange nicht von den Fasnachtsübertragungen. Denn das Gerüst, Sie sehen es, die Bühne ist bereit. Um 7:30 geht es weiter mit dem Guggenkonzert. Natürlich live und in voller Länge und ungefiltert auf Tele Basel. Und falls Sie jetzt Ihr Grosskind oder Ihr Kind nicht gesehen haben, während dieser Übertragung live, dann können Sie alles nachschauen auf unserer Webseite www.telebasel.ch. Wir wünschen Ihnen eine ganz schöne Fasnacht. Bleiben Sie dran und auf Wiedersehen miteinander. Die Kinderfasnacht ist eine